Herzlich willkommen. In diesem Video wird es um das HTTP-Protokoll gehen. Ich möchte da ein paar grundlegende Sachen erklären, da das HTTP-Protokoll quasi die Basis ist von den allermeisten Sachen, die wir programmieren werden. Die allermeisten Webanwendungen laufen über das HTTP-Protokoll. Also es ist da wichtig, dass wir das grundlegend verstehen. Vor allem, weil gerade die modernen Protokollansätze wie REST nutzen das HTTP-Protokoll sehr intensiv und deswegen müssen wir uns damit auch genauer beschäftigen. HTTP steht für Hypertext Transfer Protokoll. Das ist schon recht alt. Es wurde Ende der 80er Jahre von Tim Berners-Lee erfunden. Damals ging es tatsächlich nur um den Datenaustausch zwischen Servern. Sie hatten so erste Browser wie den Mozilla beispielsweise und haben dann da einfache Textseiten von dem Server runtergeladen. Also dafür war das anfänglich gedacht, ne? Also Sie haben eine Hypertext-Seite und wollen die runterladen. Also eigentlich ging es bei HTTP erstmal um ein Protokoll zum Zugriff auf Ressourcen, Dokumente auf anderen Rechnern. Sie erkennen das jetzt, wenn Sie sich die Sachen anschauen, eigentlich ganz gut daran, dass dann der Port 80 oder der Port 8080 verwendet wird. Das sind so die beiden Basisports gewesen, auf denen das HTTP-Protokoll läuft. HTTP selbst ist ein Protokoll, das arbeitet mit Request-Response. Der Server, also was wie ein Apache oder ein Nginx oder ein IIS, der ist passiv. Der wartet darauf, dass sich jemand mit ihm verbindet. Der Client verbindet sich mit dem, macht einen Request, zum Beispiel einen GET-Request, und der Server liefert ihm dann als Antwort, als Response, dann die Seite, die Ressource oder das, was vom Client auch immer angefordert ist. Also der Server von sich aus macht nichts, sondern immer nur auf Aufforderung von einem Client. Wichtig zu wissen ist noch, dass das HTTP-Protokoll komplett zustandslos ist. Also jeder Request wird einzeln betrachtet. Der Server merkt sich praktisch zwischen zwei Requests nichts. Wenn Sie sich was merken wollen, müssen Sie das sozusagen anders machen. Also Sie haben ja meistens in der Kommunikation doch einen Zustand, sowas wie ein Shopping-Cart, ein Login oder sowas. Und das merkt man sich dann zum Beispiel mit speziellen Tokens, die man austauscht, so Login-Token beispielsweise, oder sie bauen auf dem Server oder auf dem Client Datenstrukturen auf, Local Storage, Session Keys oder sowas, wo sie sich dann die Daten, die den Zustand repräsentieren, merken. Das Protokoll selbst hat aber keinen Zustand. Also mit Hilfe des HTTP-Protokolls merken sie sich nichts. Es hat einen großen Vorteil, wenn Sie Systeme bauen. Wenn das Protokoll an sich zustandslos ist, können Sie nämlich statt einem Server auch 10 hinstellen. Das spielt ja keine Rolle, mit wem ich mich verbinde. Das heißt, ich gewinne, wenn ich es richtig baue, eine gewaltige Skalierbarkeit damit und natürlich auch eine hohe Ausfallsicherheit, denn wenn ich jetzt mit einem Server rede, der stürzt ab, kann ich den sehr leicht durch einen anderen ersetzen. Also diese Zustandslosigkeit auf Protokollebene kann ein Vorteil sein. Was ich hinschicke und herschicke, sind Nachrichten. Letzten Endes sind das String Arrays, die Sie hin und her schicken, beziehungsweise String Array vorne und dann vielleicht ein paar Bytes dahinter. Und also eine Nachricht besteht aus einem Header und einem Body. Die Header und Body sind getrennt durch Backslash R, Backslash N, Backslash R, Backslash N. Also CR heißt Carriage Return, Backslash R. Und LF ist Line Feed, das ist ein Backslash N. Also das sehen Sie immer wieder. Wenn man das weglässt, funktioniert es nicht. Und in dem Header haben Sie sozusagen den Request-Typ drin. Sie zum Beispiel ein GET-Request, dann holen Sie die Daten vom Server, aber Sie können auch Daten hinschreiben, zum Beispiel mit einem Put oder einem Post-Request. Sie können noch weitere Informationen zur Kommunikation dabei legen. Das machen wir aber gleich nochmal genauer in einigen Folien. Und im Body von dem Request, da können Sie weitere Informationen mitschicken, zum Beispiel Datenstrukturen, die Sie am Server speichern wollen. Oder wenn Sie ein Bild hochladen wollen oder sowas, das kann in den Body dieses Requests kommen. Und was Sie aber aktuell im Internet finden, ist nicht mehr das HTTP-Protokoll, sondern eigentlich fast ausschließlich HTTPS. Das ist das HTTP-Protokoll, aber unten drunter sitzt das TLS-Protokoll. Das heißt, Sie haben also ein Stack: TCP, TLS und dann HTTPS. Das gucken wir uns mit Wireshark in einem gesonderten Video nochmal genauer an. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil man mit Wireshark da wirklich reinschauen kann und sieht, also wie dieses ganze Handshake-Verfahren funktioniert. Also gesondertes Video, wie gesagt. Und HTTPS basiert auf TLS 1.2 und 1.3. Häufig wird noch von SSL gefaselt. Das ist schon lange, lange, lange deprecated. Das sollen Sie auf gar keinen Fall verwenden. Also SSL war der Vorläufer,
von TLS Version 1,0. Das heißt, wir sind jetzt so zwischen 1,2 und 1,3. Also sollten Sie nicht mehr verwenden, hat Sicherheitslöcher. Also wie gesagt, TLS, SSL wird häufig synonym verwendet, ist aber Käse. Also wie gesagt, TLS ist der Name des Protokolls, sonst nichts mehr. Alles andere ist deprecated. Genau. Und HTTPS sehen Sie immer sehr schön an dem Port 443. So, jetzt schauen wir uns das mal live an. Wir rufen einfach mal die Seite der FH Rosenheim auf. Dazu nehmen wir mal einen Browser. Ich habe jetzt hier mal den Chrome genommen, weil der so ein schönes Developer-Tool dran hat. Also Sie sehen hier, ich habe hier www.throsenheim.de aufgerufen. Schauen wir hier kurz noch mal rein. Die Verbindung ist sicher. Das heißt, es deutet hier darauf hin, dass der HTTPS verwendet. Sehen Sie auch hier sehr schön an dem Schloss. Und wenn man sich das Schloss anschaut, sieht man auch hier, das schauen wir uns dann nochmal genauer an, steckt hier tatsächlich auch ein Zertifikat dahinter. Das also www.throsenheim.de kommt von T-Telisic. Was das genau ist, werden wir uns noch anschauen. Also wir sind HTTPS und greifen auf die Seite der TH Rosenheim zu. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da unter der Haube passiert. Dazu verwenden wir hier die Entwicklertools von Chrome. Firefox hat so ähnliche Entwicklertools, also hier die Entwicklertools. Und wir schauen uns da mal Network an. Ich habe jetzt hier schon mal durch Gespieler vorneweg hier was. Schauen wir uns mal kurz alles an, was der austauscht. Ich mache hier mal einen Reload von der Seite. Dann sehen Sie hier, was der für die Homepage der FH schon alles runterlädt. Das meiste hatte ich in meinem schon runtergeladen. Das ist also Memory Cache, also das war in meinem Hauptspeicher. Oder auf meine Festplatte zwischengespeichert. Insofern hat er jetzt nicht mehr viele Internetaufrufe machen müssen, aber Sie sehen hier alleine für unsere Homepage ist da schon eine ganze Menge an Zeug, was da runtergeladen wird. Und jetzt schauen wir uns mal den Request genauer an. Das ist sozusagen, wir holen uns hier ein Dokument runter, also eine HTML-Seite. Wenn Sie das mal genauer anschauen, kann man uns hier mal die Eigenschaften des HTTP-Protokolls genauer anschauen. Das heißt, wir machen hier nur einen Request auf die URL https://www.throsenheim.de. Das ist ein GET-Request und der ist zurückgekommen mit dem Statuscode 200. Die beiden Sachen werden wir uns nachher nochmal genauer anschauen und die IP-Adresse, die werden wir später dann für den Wireshark irgendwann brauchen, von unserem Webserver ist 141.160.660. Das gehört der TH Rosenheim, die ersten beiden. Und die letzten beiden sind halt der Rechner, auf dem der Webserver läuft, und 443 ist der Port. Sprich, daran sehen Sie immer, dass es HTTPS ist. So, jetzt schauen wir uns den Request mal an. Das heißt, das hat jetzt mein Browser an unseren Webserver geschickt. Dann, also Sie sehen hier, da sind so ein paar Informationen drin, wie liebes Serverchen, ich kann Text und HTML, du kannst mir auch XML schicken. Und irgendwelche Images. Du kannst mir das Ganze als ZIP schicken. Ich komme aus Deutschland. Das heißt, Sie sehen hier acceptlanguage.de. Haben wir noch was Spannendes? Genau, man sieht ja auch, aus welchem Browser das losgeschickt wurde. Jetzt bin ich mir nicht sicher. User Agent. Also normalerweise erkennt der Server dann daran, von welcher Hardware das losgeschickt wurde. Sprich, ob ich vom iPhone aus zugreife oder das hier ist hier einfach ein ganz normaler Laptop. So, und wie gesagt, das haben wir an den Server geschickt und das haben wir als Antwort von dem Server erhalten, Response Header. Das heißt, der sagt jetzt, okay, das ganze Zeug war gezippt. Content Type war Text HTML, also wie gesagt, das ist ja die HTML-Seite, die wir aufgerufen haben. Und wie gesagt, der Return Code von unserem Browser war die 200, womit er sagt, ist alles okay, ist der Statuscode. So, also das heißt, damit kann man sich schon mal so grundlegende Eigenschaften vom HTTP-Protokoll anschauen. Der Tim Berners-Lee HTTP erfunden hat und ungefähr 1991 ist er mit HTTP 0.9 an den Markt gegangen. Da habe ich gerade angefangen zu studieren in dem Jahr. Also wir haben im Studium schon die ersten Browser-Varianten, den Mosaik-Browser auf unseren Rechnern gehabt und HTTP 1.0 kam dann Mitte der 1990er Jahre auf den Markt. Das wurde relativ schnell verdrängt durch HTTP 1.1. Wir sind gerade bei HTTP 2.0. Das ist sozusagen der gerade laufende Standard. Soweit ich weiß, ist
dass HTTP 2.0 vor allem eine Performance-Optimierung von der HTTP 1.1. Zum Beispiel, während HTTP 1.1 noch die allermeisten Requests über eine neu aufgebaute TCP-IP-Verbindung gemacht hat, können Sie bei HTTP 2.0 jetzt zum Beispiel eine TCP-IP-Verbindung teilen und dort mehrere Requests über dieselbe TCP-IP-Verbindung abwickeln. Also HTTP 2.0 ist vor allem eine Performance-Optimierung, um das Netz noch schneller zu machen. Ich meine, in die ähnliche Richtung geht auch HTTP 3.0. Das basiert auf irgendeiner Google-Entwicklung und wie gesagt, das wird wohl in den nächsten Monaten auf den Markt kommen. Das Allermeiste, was wir uns anschauen werden, ist eigentlich oft noch auf der Basis von HTTP 1.1. Man kann in Java auch mit 2.0 programmieren. Wie das geht, zeige ich Ihnen dann noch gesondert. So, das habe ich Ihnen schon gezeigt. Wir haben hier so ein, also HTTP funktioniert immer nach dem Request-Response-Prinzip. Hier nochmal aufgedröselt. Ich habe hier sozusagen den Request-Header. Schicken GET-Request übers Protokoll HTTP 1.1 an den Host drrosenheim.de mit irgendwelchen Sonderinformationen und der Server reagiert mit: Ja, ich habe HTTP 1.1, bei mir ist alles prächtig, 200 okay, und mit weiteren Informationen, wie das Content encoded ist oder von welchem Server das Ganze hergestellt wurde. Die TR Rosenheim verwendet offenbar den Apache. Wie gesagt, was Sie daran auch sehen, ist, der Client darf den Server anfunken, aber der Server nicht den Client. Das ist häufig bei Anwendungen das Problem, weswegen man sich da was anderes einfallen lassen muss, zum Beispiel WebSockets oder sowas. Also normalerweise tut der Server erst dann was, wenn ihn der Client anfunkt. Das heißt zum Beispiel sowas wie automatisiertes Aktualisieren von irgendwelchen Darstellungen im Webbrowser geht halt nur mit Polling oder mit diesen WebSockets. Machen wir aber alles später noch.